Cloud Computing Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ich darf Ihnen gleich an die Moderatorin Marion Breitschopf übergeben. Liebe Marion, bitteschön. Gut, besten Dank. Hallo an die zu Hause gebliebenen und an die Menschen hier im Raum. Wir beschäftigen uns heute mit Cloud Computing Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ich bin von dem Begriff der Sharing Economy ausgegangen, um das natürlich in einen größeren Rahmen zu stellen. Das Teilen und die vorübergehende Nutzung von Wohnungen, Autos, aber auch Büroschreibtischen ist bereits üblich. On-Demand- und Pay-as-you-go-Konsumverhalten sind typische Merkmale dieser technischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Cloud Computing ist eine Ausprägung eben dieser Sharing Economy. Sie betrifft sowohl den B2B-Bereich als auch den B2C-Bereich. Heute wollen wir abtesten mit verschiedenen Experten, die ich dann vorstellen werde, welche Möglichkeiten, aber auch Risiken damit verbunden sind, wo gelten welche Gesetze, was müssen Anbieterinnen, aber auch Nutzerinnen von Cloud Computing beachten. Ich stelle jetzt zunächst einmal die beiden Herren vor, die hier wirklich mit mir im Raum sind. Das ist ganz zu meiner Linken der Herr Fridolin Herkommer. Er arbeitet bei der Arbeiterkammer und ist dort Leiter des Büros für digitale Agenten und des Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer Wien. Dann sitzt hier der Herr Alois Schrems. Der Schrems ist studierter Volkswirt und startete seine Karriere ebenfalls bei der Arbeiterkammer, was ich sehr witzig finde. Eine Zwischenbemerkung, wir haben zu früh gestartet. 18.30 Uhr hätte der Start sein sollen, um 18 Uhr war Einlass. Mehr Kulpa, maximal Kulpa. Ich habe nicht erwarten können, nachdem schon einige online da waren und auch schon das Panel besetzt ist. Wir waren einfach zu gierig anzufangen, weil wir hybrid unterwegs sind. Und gehen wir vielleicht auf die Aspekte des Arbeitsrechts sprechen? Also, zurück zu starten. Ja. Die Frage war ja nach den europäischen und den Nationalstaaten in Österreich gesetzt. Da möchte ich ganz kurz auf der europäischen Ebene beginnen. Dort gibt es ja mit der neuen Europäischen Kommission eine sehr mutige, visionäre Digitalstrategie, neben natürlich auch einer Klimastrategie. Da wird auch einiges angegangen. Das Ganze liegt unter der Kammer Europe oder Gestaltung der digitalen Zukunft Europas. Da finden sich dann Maßnahmen darunter, zum Beispiel diese künstliche Datenstrategie, Digitalstrategie, auch Online-Plattformen werden erwähnt und digitale neben anderen. Ich würde ganz gerne auf die künstliche Strategie eingehen, weil ja doch ein Teil auch ist. Hier gibt es ein Weißbuch zur künstlichen Intelligenz. Und die Online-Plattformen möchte ich dann auch ganz kurz ansprechen, weil Online-Plattformen ja nicht nur als Handelsplattformen fungieren, sondern eben auch als arbeitsbildende Plattformen. Und das ist natürlich für uns ebenfalls ein sehr interessanter Aspekt, den ich jedenfalls genau deutlich. Wie ist das dann so recht und auch offensiv angelegten Digitalisierungsstrategie der Europäischen Kommission? Aus meiner Sicht und unserer Warte jedenfalls, also das Arbeitsthema ist sehr kurz. In Summe, also in den einzelnen Maßnahmen. Und das ist natürlich dramatisch, weil wir schon angesprochen haben, es absehbar, dass es zu großen Umwälzungen am Arbeitsmarkt kommen wird. Das Ganze abzuhandeln mit Skills und Qualifizierung und dabei zu belassen, halte ich für etwas kurz begriffen, weil das folgt ein bisschen zum Nachdruck, wenn die Leute bloß alle die Skills und Qualifikationen haben, dann wird es schon gut werden. Das heißt, wenn man so mit den Unternehmen gut umgeht, sagen wir die richtigen Produkte und die richtigen Geschäftsmodelle haben, dann ja auch alles leider, man stellt durch, kann sich nicht handeln. Vor diesem Hintergrund quasi ist es, finde ich, wichtig, tatsächlich Fragen zu stellen, welche Investitionen werden angeschoben, was zieht das für Beschäftigung, in welchen Bereichen nach sich, was für Qualifikationspfade sehen wir kommen und nicht nur die Bildung der jetzt jungen Menschen zu betrachten, sondern tatsächlich der jetzt schon mit bestehenden. Wenn wir quasi Investitionsanreize schaffen, dann müssen wir uns nicht überlegen, wohin wir die Unternehmen damit hinbringen wollen, sondern eben auch dort beschäftigen. Ich glaube, das kann man schon sehr viel konkreter sich anschauen. Wir brauchen dann nicht überrascht sein, wenn es am Arbeitsmarkt zu Verwerfungen kommt.
erst dann zu handeln, halte ich für einen liberalen Zugang. Das nehme ich den Strategien doch immer wieder, wenn das Thema dünn angegangen wird oder zu wenig behandelt. Ganz kurz zum Weißbuch der Europäischen Kommission zukünftig intelligent. Dieses beinhaltet einen sehr treffenden Befund, ich finde, zu Chancen und Risiken und wie nah die auch beieinander können. Das ist dann allerdings sehr dünn, wenn es um die angesprochenen Rechtsinstrumente geht. Aus unserer Sicht braucht es nämlich nicht nur Recht und Pflicht, bei den sogenannten High-Risk-Anwendungen, sondern auch darüber hinaus. Insbesondere sollte auch über Quote nachgedacht werden können, zumindest. Jedenfalls dort, wo es um den Zugang der Daseinsvorsorge geht. Also, wenn Entscheidungen im Wald gefällt werden sollen, für die Einsatzkompetenz, wo darf ich zur Schule gehen, welche medizinische Versorgung steht mir zu, oder bei wem steht die Polizei dann vor der Haustür, das sind jedenfalls Fragen, die Interessenzieler behandeln sich. Auch im Arbeitskontext sind unterschiedliche Szenarien denkbar. Wer wird befördert, wer wird gekündigt, wer wird überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen? Wir dürfen nicht vergessen, dass die künstliche Intelligenz so ein bisschen diesen Effizienzanspruch erfüllt und viele Dinge in der Gesellschaft sollten diesmal effizienzvoller nicht. Nicht zuletzt die Demokratie, die die Einbindung der vielen sicherstellen soll, darf quasi effizienzgedacht mitgeordnet werden, wenn man die Demokratie. Und darf ich da eine Nachfrage stellen? Bei der Diskussion, ich bin ein Algorithmus, der von eingesetzt wird und qualifiziert von Ja, der wurde vom Verfassungsgericht letztlich. Auch hier war der Effizienzgedanke im Hintergrund des Einsatzes. Es geht darum, alles so zu kategorisieren und dann die Umwendung des AMS quasi zuzuordnen. Ja. Das ist der Experte, das quasi das international oder war das eine österreichische? Das ist eine österreichische. Das gibt es sonst nicht. Naja, das, also wie gesagt, künstliche Intelligenz war immer wieder eingesetzt. Aber jetzt oder? Nein. Also, ja. Das war eine österreichische. Okay. Ja, vielleicht ganz kurz komme ich noch auf die österreichische Ebene, also ein bisschen über die europäische gesprochen. Und da habe ich das Gefühl, es gibt Strategien, vereinzelt ziehen die nach, eine spezielle Strategie ist in Ausarbeitung. Es gibt auch Maßnahmen, aber ich habe manchmal den Eindruck, Maßnahmen ohne Strategie und Strategie ohne Maßnahmen. Also das, die Verknüpfung wäre jedenfalls noch wünschenswert. Das denke ich, ist, ich sollte auch leistbar sein. Dass wir uns die Frage stellen, wo wollen wir in der Digitalisierung besonders starke Anwender sein, wo wollen wir auch mit entwickeln, wie weit es nicht immer geht. Ich kann auch eine stärkere Rolle des Staates als rund um Investitionen, aber auch im Bereich des Kunst durchaus vorstellen. Stellt sich natürlich auch die Finanzierungsfrage. Was wir in diesem Kontext häufig von der Bundesregierung hören, sie wollen vorne sein. Aber das ist echt nicht so wenig. Also vorne. Wo genau, was bedeutet, was ist hinten, was ist vorne und in welchen Bereichen bedeutet was? Also das wäre vielleicht eine Seite zu kennen. Ja. Über die Online-Arbeitsmittel-Plattformen kann ich das bitte noch sagen. Also Sie haben das sehr gut eingeworfen, nämlich vorne. Also, aus einer langjährigen Erfahrung, wir kennen uns schon relativ lang. Wo würdest du dieses vorne eigentlich? Ja, wenn man jetzt generell irgendwo aufsetzt, auf Cloud Computing, dann könnte man sagen, Österreich ist ein Platz. Ja, das hat die IT vor kurzem kommuniziert. Da wären wir so knapp mit Anwendungen im Unternehmen. Eigentlich, also wenn man das jetzt sozusagen unterscheidet, ich glaube, das Verwenden eines Top-Up-iCloud und so weiter ist, das ist ja sozusagen. Hallo. Hallo.
die es nutzt. Hier sehen wir sozusagen einen kontinuierlichen evolutionären Pfad in der Nutzung. Also man nutzt eher immer mehr, man hat mehr Fotos oder Katzenvideos und so weiter. Dort haben wir auch schon Themen, die wir mit Beteiligten später diskutieren werden, was denn wichtig ist, hier auch zu schützen als Konsument, was die Authentifizierung und Verschlüsselung und so weiter betrifft. Dort, wo jetzt gerade viel Veränderung ist, da ist es bei der Nutzung der Cloud bei Unternehmen. Hier kann man wirklich sagen, dass das, was man unter digitaler Transformation versteht, sich im Kern schon die Cloud sozusagen, alles um die Cloud dreht. Ja. Also nicht nur das Storage von und das klassische Backup-Funktionen, die man, wo man seine Daten speichert, sondern auch die Services, die jetzt dort liefern, dann die Applikationen, letztendlich Plattformen, die ganze Lieferketten abbilden, und das in einer disruptiven Entwicklung. Und hier geht es natürlich darum, dass man ein Auge drauf hat als Staat, übergeordnet die EU und dann im Zusammenhang, und es wird wahrscheinlich mein Namenskollege dann noch ausführen, auch sozusagen in der Frage USA, Europa, Bayerische Schild und so weiter. Ich begrüße jetzt auch die beiden Teilnehmer online. Den Herrn Ralf Schlatterbeck, er ist CTO auf Open Source Consulting. Er ist Open Source Experte und Auditor für Sicherheit. Er gibt regelmäßig Vorträge bei den Linux-Wochen und er lehrt an der FH Burgenland. Haben wir ein Bild von Herrn Schlatterbeck? Und dann den anderen muss ich, glaube ich, jetzt nicht eingehend vorstellen, weil den kennt man, glaube ich, in Österreich, wenn es um das Thema geht. Das ist der Herr Max Schrems, nicht verwandt mit den Alois Schrems, haben wir herausgefunden. Er ist Vorstandsvorsitzender der Okay, dann fahre ich einfach fort. Er ist Jurist, Autor und Datenschutzaktivist. Dann gehen wir jetzt, nachdem wir komplett sind, gehen wir in die erste Runde. Da geht es mir mal um die rechtlichen Aspekte. Ja? Welche Gesetze gelten wo, auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene und auf internationaler Ebene? Was müssen die Anbieterinnen bzw. Konsumentinnen solcher Dienste hier beachten? Wie meistern die einzelnen Nationalstaaten diese Aufgabe? Wo gibt es da Aufholbedarf? Und was ist bereits gut gelöst, damit man da irgendwie so gute Beispiele reinbringen, an denen man sich auch orientieren kann? Fangen wir mal vielleicht mit dem Herrn Schlatterbeck an. Gerne. Also ich muss nur vorausschicken, ich bin kein Rechtsexperte. Also die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, wären wahrscheinlich an den Max Schrems besser gestellt. Vielleicht ein kurzer Nachtrag zu meiner Bio. Ich unterrichte an der FH Burgenland im Cloud Computing. Und wir sehen immer mehr auch, und das ist so mein Schwerpunkt, dass Cloud und IoT, Internet of Things, immer mehr zusammenwachsen. Und da ergeben sich natürlich, abgesehen von der Problematik der Cloud an sich, auf die wir heute wohl genauer noch eingehen werden, durchaus auch Probleme dann im Zusammenhang mit den Internet of Things Dingen. Und große Firmen wie zum Beispiel Google sind sehr daran, also so Haushaltselektronik und alles Mögliche zu vernetzen und auch in ihre Cloud zu bringen. Und da sehen wir, dass es da durchaus sehr positive Anwendungen gibt, aber natürlich auch einen ganzen Haufen Privacy- und Security-Aspekte, die problematisch sind. Vielleicht mal so weit. Die rechtlichen Aspekte, was bereits gut gelöst ist, oder? Ich finde das Thema für mich als Nicht-Juristen sehr komplex.
Jetzt, was die Konsumerseite betrifft, kann ich es noch nachvollziehen. Also diese klassischen, ich habe es vorher kurz erwähnt, also wichtig ist, also wenn man Cloud nutzt als Konsument, ich sage die Authentifizierung, die Verschlüsselung der Daten und auch die Überlegung, was man überhaupt in der Cloud speichern will oder muss. Ja? Man muss nicht alles in der Cloud speichern. Und spannender wird es dann, wenn man als Unternehmen an die Sache geht. Und da, glaube ich, geht es eigentlich um, sage ich jetzt nicht einnützig, weil ich bin kein Berater im Security-Bereich. Es geht wohl nicht ohne diese Expertise. Und diese Expertise ist jetzt auch das, wenn Sie im Job die Zeitung schauen, Jobannoncen anschauen, dann sehen Sie, dass das genau das ist, was gefragt wird. Ja. Security, Datenschutz, Kompetenz, Datenanalysten, Experten, halt dann auch Cloud-Experten, es wird auch so bezeichnet, dann Kompetenz, Daten, Dinge, weil das für sich sehr komplex ist. Ja. Also, und daher, ja, zu Hause im Homeoffice gearbeitet haben, dass ihr dann das, was die Unternehmen glauben, gibt, ausweitet, ja, sozusagen auch den Anschluss zu Hause. Die Frage ist natürlich, die Security-Aspekte in einem größeren Unternehmen sind sozusagen von Experten abgedeckt. Da gibt es vielleicht auch eine Zertifizierung dahinter, die dann auch sicherstellt, dass das eingehalten wird, Audits dazu. Aber der Anschluss zu Hause, der die Cloud verbindet, der ist mit dem Modem sozusagen nicht mehr geschützt als ein privater Anschluss. Und das könnte doch ein Einfallstor sein für Cybercrime, würde ich jetzt einmal als These hinstellen und in die Diskussion einbringen. Also hier ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch ansetzt. Ich glaube, das ist ein Erfolg. Ja, wenn man jetzt zu Hause sitzt und privaten Computer nicht mehr Arbeitnehmer. Naja, eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen selbstständiger und selbstständiger Arbeit ist neben der privaten und wirtschaftlichen Abhängigkeit des Arbeitgebers als Arbeitnehmer, eben auch, wer die Arbeitsbedingungen stellt. Um auf die Frage zu kommen, ist das quasi jetzt im Homeoffice ein Riesenthema, aber theoretisch sind, sofern ich abhängig beschäftigt bin und beschäftigt bin, kann es nicht für Staat Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Das wird jetzt auch notwendige Anpassungen von Nazis, weil jetzt in der Krise gerade mal die Gesundheit organisieren. Dann sollte das Ganze jetzt in einen Standardmodus übergehen, das ja, würden auch Beschäftigte im Homeoffice arbeiten lassen, wenn die großen Covid-19, dann werden das Dinge eben auch entsprechend anpassen. Gibt es irgendwie einen Katalog oder so, was man da beachten muss als Unternehmer und Unternehmerin, wenn man sagt, ich schicke jetzt meine Leute in den Homeoffice, die sicherer, ich stelle euch einen Computer hin? Ja, theoretisch sind die in Ausarbeitung, weil es gibt ja viele rechtliche Fragen, auch Arbeitsunfallversicherung, die dann greift die, wenn ich zu Hause über mein Modem oder mein Kabel stolper. Wer hat, naja, im Büro hat der Arbeitgeber sicherzustellen, quasi, dass ich ergonomisch korrekt sitze und alle Geräte entsprechend eingestellt sind. Zu Hause ist das schwierig, weil zu Hause kann der Arbeitgeber das nicht kontrollieren, auch nicht sicherstellen. Dennoch, also ich sage, Kataloge sind in Diskussion, die Kollegen Juristen, um zu wissen, wie ausgreifen ist, was sich hier anstellt und was sich bringen werden wird. Meine kurze. Also, Max Schrems, die rechtlichen Aspekte. Ich glaube, da können Sie irgendwie, haben Sie die meiste Expertise. Ja, rechtliche Aspekte, da können wir, so jetzt höre ich mich selber dafür ganz super. Ich stöpsel mich aus.
Also rechtliche Aspekte, wir haben jetzt 100.000 potenzielle Probleme dabei. Wir haben uns jetzt hauptsächlich halt die Datenschutzsachen angeschaut. Das Problem ist halt, dass relativ viel von dem, also wir haben hauptsächlich jetzt mit dieser Datenlokalisierung ein Thema und wir haben teilweise halt ein Problem, dass die Unternehmen die Daten halt sekundär nutzen. Also wir haben jetzt viele von diesen Plattformlösungen, wo die Daten zwar von Leuten hochgeladen werden für, was weiß ich, Videokonferenz jetzt gerade, aber vielleicht diese Daten für 100 andere Sachen sekundär genutzt werden. Das ist relativ interessant, weil es eigentlich rechtlich nicht vorgesehen ist. Aber gerade bei Gratisdiensten das de facto passiert. Das heißt, man outsourced die Sachen und der Provider, den man hat, leider halt oft die, die nicht bezahlt sind, müssen damit irgendwas Geld machen und probieren halt diese Daten weiter zu verarbeiten. Das andere Thema, mit dem wir uns halt jetzt gerade in letzter Zeit viel beschäftigt haben, sind eben die internationalen Datentransfers. Und man hat halt bei vielen von diesen Cloud-Outsourcing-Situationen eigentlich gar keine genaue Definition, wo jetzt was genau liegt. Vor allem, wenn man es nicht nur geografisch eingrenzt, sondern auch die Unternehmen eingrenzt. Also es gibt zwar die Möglichkeit, dass ich sage, ich mag es im Datenzentrum in, was weiß ich, Frankfurt haben, aber der Zugriff auf die Daten erfolgt dann oft doch wieder global. Und da haben wir riesen Compliance-Probleme, weil das ja nach europäischem Recht eigentlich nicht erlaubt ist. Ich darf ja Daten nur ins Ausland aus Europa schicken, wenn ich sicherstellen kann, dass dort die Daten alle ordentlich gesichert werden. Und wir haben zum Beispiel Microsoft ist ein klassischer Fall, der gesagt hat, das ist jetzt weiter alles ganz legal und alles ganz super, trotz EuGH-Urteilen. Und wenn man da genauer schaut, wird halt de facto zwar die Daten lokal vielleicht irgendwo in Europa gespeichert, aber das Management davon kommt wieder aus den USA. Und nach amerikanischen Unternehmen einfach die Daten der NSA zur Verfügung stellen, wurscht, wo sie geografisch gespeichert sind. Das heißt, da haben wir auch noch einen Haufen Themen. Eine aktuelle Frage, weil Microsoft hat ja angekündigt, dass sie ein Cloud Service Center im Osten von Österreich eröffnet. Wie sehen Sie das? Fallen die dann unter US-amerikanisches Gesetz oder unter österreichisches? Das würde ja keinen Sinn machen, das hier zu eröffnen. Nein, die fallen unter beides. Also das Problem ist, was wir generell online haben, das betrifft jetzt nicht nur Outsourcing-Situationen. Am Anfang haben die Staaten halt das Digitale sein lassen, weil sie sich gedacht haben, das ist was für Kinder. Jetzt regelt jeder alles Digitale selbst und dann hat man einfach ein Clash of Jurisdiction, also einfach eine Schwierigkeit, dass mehrere Rechtsordnungen alle sagen, dass sie es regeln. Also amerikanisches Recht sagt, wir regeln die Welt. Auch die DSGVO sagt, sie regeln die, solange jemand am europäischen Markt ist. Und damit hat man inhärent Konflikte im Gesetz. Also als Microsoft kann ich mich eigentlich gar nicht mehr rechtskonform verhalten, weil entweder breche ich europäisches Recht oder amerikanisches Recht. Und in diesen spezifischen Fällen, in anderen Fällen, lasse ich das durchaus auch in Einklang bringen. Aber in diesen Überwachungsfällen haben wir halt oft so eine Situation. Und damit kann ich als Unternehmen eigentlich mich nicht mehr genau dran halten. Und die Schwierigkeit ist, dass ich als österreichisches KMU oder sowas, was da outsourced, rechtlich verantwortlich bin für das, was die Microsoft mit meinen Daten dann tut. Und das ist in der DSGVO ein bisschen ein grotesker Fall, dass praktisch der, also da die verantwortliche Stelle heißt es halt, das Unternehmen, was das beauftragt, theoretisch die Microsoft überprüfen soll, was natürlich in einer Business-Realität vollkommen surreal ist. Ja? Also es wird kein KMU verstehen, wie die Microsoft Cloud genau funktioniert, sollte das aber laut DSGVO tun. Und da gibt es einen ganzen Haufen von Problemen bei diesen Outsourcing-Situationen. Es wäre schön, wenn wir vieles davon lösen können, indem wir einfach ein gewisses globales Mindestlevel haben, gerade wenn es um Überwachungsthemen geht. Aber da ist es derzeit einfach noch so, dass das unter nationale Sicherheit fällt und da ist sich jeder Staat selbst der Nächste. Und sobald man eine globale Cloud hat, hat man da halt die Probleme, dass dann jeder Staat sagt, ich zuerst. Ne? Mhm. Fallen Ihnen irgendwelche Aspekte ein, die bereits gut gelöst sind? Naja, gut ist, fragen Sie einen Juristen, ob irgendein Rechtsgebiet jemals ganz gut gelöst war. ich glaube, dass wir mit der DSGVO im Datenschutzbereich vielleicht die am wenigst blödesten Regeln weltweit haben, aber sie sind weit davon entfernt, ideal zu sein. Und ich glaube, man muss halt bei vielen von den Dingen sagen, wir sind halt, das ist wie Arbeitsrecht vor 100 Jahren. Wir sind ganz am Anfang der Debatte und wir diskutieren Arbeitsrecht 100 Jahre später noch immer. Ja? Also das wird auch nicht erledigt sein. Aber bei vielen von den Themen, wo es dann wirklich darum geht, dass Daten outgesourced werden und die ganze sozusagen Kette hinterm Nutzer in der DSGVO, da gibt es sicher extrem viele Sachen, die einerseits von der Bürokratie entbürokratisiert werden hätten können. Und wo die DSGVO die Realität in der Wirtschaft nicht abbildet. Also da heißt praktisch, der Besteller, der kontrolliert alle hinterher
Und in der Wirklichkeit suchen sich ja heute teilweise die Plattformen die Besteller aus und nicht andersrum. Und das ist halt das, die Realität und das Recht vielleicht nicht ganz in Einklang. Also da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, das zu verbessern. Es wird nur auf absehbare Zeit so bleiben, weil jeder hat Angst, die DSGVO wieder aufzumachen. Also wird sie einfach aus politischer Realität so bleiben für eine Zeit lang. Ne? Okay, gut. Gibt es zu den rechtlichen Aspekten noch Punkte, die wir jetzt nicht abgedeckt haben in der Runde? Gibt sicher 100. Kurz von meiner Seite dazu noch ein Einwurf, vielleicht kann das der Max Schrems auch bestätigen. Meine Auffassung, wenn man die mal so versucht, salopp auf den Punkt zu bringen, ist, dass ein amerikanisches Unternehmen für die NSA Daten weiterleiten muss und wenn sie dazu gefragt werden, müssen sie lügen. Das ist genau. Salopp mein Verständnis. Das ist ausdrücklich so. Es ist inzwischen so, dass sie teilweise offenlegen dürfen, die groben Zahlen, wie viel sie sozusagen da tun. Einige von den Unternehmen machen das auch, also Google, Microsoft, Facebook, Amazon Web Services, die haben solche Transparenzreports, wo zumindest die grobe Zahl drinnen steht, wie viele Anfragen sie haben und wie viel sie da weitergeben. Da gibt es auch die Debatten, ob das wirklich alles ist oder ob da wieder gewisse Sachen nicht drinnen sind etc. Müssen sie nicht. Also es kann genug Unternehmen geben, die diese Daten auch weitergeben, ohne das öffentlich kundzutun. Bei den Unternehmen, die es öffentlich kundtun, ist es halt besonders lustig, dass die gleichzeitig sagen, das ist alles rechtskonform. Also ich weiß, Facebook war, glaube ich, ein paar hunderttausend Accounts pro Halbjahr, die da weitergegeben werden. Das ist also durchaus eine nicht ganz triviale Anzahl. Und die sagen, dass das sozusagen, dass sie gleichzeitig trotzdem nicht mit der NSA zusammenarbeiten, teilweise in Vorbringen, was ein bisschen süß ist, wenn sie in ihrem eigenen Report drinnen steht, aber ja, that's that. Was man dazu sagen muss, es kommt aufs Unternehmen drauf an. Es ist ja durchaus zum Beispiel, die Microsoft hat in den USA zum Beispiel durchaus auch Fälle gegen die Regierung eingebracht, um die Daten halt möglichst weniger weitergeben zu müssen. Die sind ja auch nicht besonders jetzt interessiert dran, aber sie müssen halt, ja. Okay, ich würde dann ganz gern zu den Sicherheitsaspekten von Cloud Computing kommen. Wie sicher ist derzeitig die Identitätsfeststellung? Wie schaut es mit der Integrität der Daten aus? Wie werden die Backups erstellt? Wie kann ich meine Daten beispielsweise wieder übersiedeln oder überhaupt löschen? Ich glaube, ich möchte wieder mit dem Herrn Schlatterbeck beginnen, weil das ist so wirklich Ihre Expertise auch, was ich aus Ihrem Lebenslauf herauslese. Der ganze technische Teil, auf was muss ich da wirklich achten? Ja, also da muss man, glaube ich, weiter ausholen, aber ich versuche es trotzdem mal auf den Punkt zu bringen, weil Sie jetzt mehrere Dinge gemischt haben. Ich würde als erstes mal den Privacy-Aspekt oder auch Security-Aspekt, sobald Sie Daten in die Cloud tun. Es gibt so ein schönes T-Shirt, there is no cloud, just other people's computers, das kennen Sie vielleicht. Das heißt, sobald Sie Daten in die Cloud eines Betreibers stellen, gehören die Daten de facto diesem Betreiber im Sinne von, er kann darauf zugreifen und kann damit was tun, was Sie vielleicht nicht gut finden. Wir geben heutzutage eben viel aus Bequemlichkeitsgründen, weil uns die Anbieter Erleichterungen versprechen in die Cloud, besonders im persönlichen Bereich. Also jedes Mobilfunkgerät stellt Daten typischerweise in die Cloud. Die meisten Geräte können sie gar nicht benutzen, ohne gewisse Informationen in die Cloud des jeweiligen Anbieters zu stellen, sei das Google, sei das Apple oder wer auch immer. Und da stellt sich natürlich dann als nächstes die Frage, wenn ich da wieder raus will, habe ich irgendeine Möglichkeit, diese meine Daten, die da jetzt in der Cloud sind, wieder gelöscht zu kriegen? Ist sehr, sehr schwierig zu kontrollieren, wie vorher schon gesagt wurde, aus dem rechtlichen Aspekt, dass ein kleiner Unternehmer die große Cloud kontrolliert, das stellt sich natürlich das gleiche Problem hier. Wenn die also sagen, sie haben es gelöscht, dann ist immer noch die Frage, haben sie es nicht trotzdem weitergegeben irgendwo anders hin? Ist es wirklich gelöscht? Das kann ich als Privatanwender de facto nicht überprüfen. Demgegenüber steht aber, wenn Sie jetzt zum Beispiel als österreichisches mittelständisches Unternehmen, zum Beispiel ein Handwerksbetrieb, ihre Daten über die Cloud abwickeln, dann kann das eine große Erleichterung sein. Und
Sie stellen da natürlich Kundendaten, die im weitesten Sinn personenbezogene Daten sind, in die Cloud. Aber ich glaube, dass da also die rechtlichen Aspekte, weil das nicht speziell schützenswerte Daten sind im Sinne von biometrisch und Religionszugehörigkeit und was weiß ich nicht alles, sehe ich das als relativ unproblematisch. Ich bin aber also mal aus der Security-Sicht, den rechtlichen Aspekt müsste dann jemand anders beisteuern. Aber ich sehe da weder ein Problem, dass der Konkurrent an diese Daten kommt, weil die Daten von diesen Anwendern recht gut geschützt sind, im Sinne von, dass ein anderer darauf zugreifen kann. Also die Security in der Cloud ist oft besser als das, was Unternehmen von sich aus in der Lage sind, als Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Ja? Also da ist mal von der Cloud ein gewisses Mindestmaß an Security sichergestellt, dass zum Beispiel ein Konkurrent nicht an meine Kundendaten drankommt oder irgendwas. Während wenn ich zum Beispiel von einem Virus oder so einer Ransomware, also so einer Erpressungssoftware betroffen bin, die meine Daten verschlüsselt, das kann im kleinen Handwerksbetrieb durchaus passieren, dann sind die Kundendaten davon durchaus betroffen und der kann möglicherweise an seine Kunden, seine Kundenkontakte nicht wahrnehmen. Ja? Und das ist was in der Cloud sicher einfacher hinzubekommen ist, dass zum Beispiel da eine Ransomware keinen Zugriff auf diese Daten bekommt. Von daher sehe ich da durchaus eine Möglichkeit, Dinge outzusourcen und dafür mehr Sicherheit zu bekommen. Die rechtlichen Aspekte muss man abklären, besonders wie das jetzt mit ausschaut, wenn da ein amerikanischer Anbieter involviert ist. Aber es gibt natürlich durchaus auch europäische Anbieter und da muss man sich dann halt umschauen, wie das ausschaut. Also da sehe ich durchaus Security-Gewinne. Ganz anders schaut es aus, wenn es zum Beispiel ein größeres mittelständisches Unternehmen ist, was Forschung macht und zum Beispiel im eigenen Marktsegment, und dort haben wir sehr viele Unternehmen in Österreich, die so Marktführer in einer ganz speziellen Nische sind, Forschung machen und von, was man so im weitesten Sinne Intellectual Property nennt, leben. Das heißt, die machen Innovation und dort ist natürlich, wenn man diese Daten in die Cloud gibt, ein Risiko. Weil wir ja wissen, dass solche Daten weitergegeben werden können und da besteht ein Risiko, dass solches Know-how dann über die Cloud abgezogen wird und woanders hinwandert. Ja? Also ich habe ein eigenes Erlebnis, das ist schon Jahre her und vor Cloud-Zeiten, wo ein Kollege mit einem Patentanwalt kommuniziert hat über verschlüsselte E-Mail, damals mit so einem 40-Bit-Schlüssel, also so einem Exportschlüssel. Und dieses Patent ist dann schlussendlich von jemand anderem zuerst angemeldet worden. Das war in dem Fall ein Chinese, weil nämlich das chinesische Patentamt am schnellsten war aber eine amerikanische Firma. Das heißt, das war ein deutsches großes Unternehmen, das mit diesem Patentanwalt kommuniziert hat und das Patent ist schlussendlich von jemand anderem gestohlen und angemeldet worden, woanders, mit demselben Text, der da mit dem Patentanwalt kommuniziert wurde. Das heißt, es gibt Wirtschaftsspionage. Und wenn man seine Daten in der Cloud hat, ist es vermutlich noch deutlich schwieriger nachzuweisen als in dem damaligen Fall, wo es ziemlich sicher eben schlecht verschlüsselte E-Mail war, weil diese damaligen Verschlüsselungsverfahren eben nicht sicher waren und daher ausspionierbar waren. Und das ist in der Cloud natürlich deutlich schwieriger nachzuweisen. Das heißt, ich würde dort eine Grenze ziehen, dort, wo Know-how betroffen ist, was sozusagen das Asset von der jeweiligen Firma ist, würde ich zum Beispiel E-Mail-Kommunikation und die ganze Datenverarbeitung, möglicherweise auch zum Beispiel Voice-over-IP, also Telefonie, nicht outsourcen, weil darüber zu viel von diesen Daten verhandelt wird. Andere Dinge kann man durchaus überlegen, wie zum Beispiel einen Kunden-Helpdesk oder einen internen Helpdesk. Das heißt, man muss da von Fall zu Fall entscheiden, welche Teile
kann man outsourcen, in eine Cloud geben und welche nicht. Und das braucht sehr viel Due Diligence, um das zu untersuchen und sich selber klar zu werden, wo macht es Sinn und wo macht es nicht Sinn. Also so würde ich diese Fragestellung, die sehr weit gefasst war, mal versuchen auf den Punkt zu bringen. Okay, besten Dank. Alois Schrems, was empfiehlst du deinen Kunden, Kundinnen? Du hast ja relativ viele Kunden in dem Bereich, die mit der Cloud arbeiten, damit die für ihre Konsumenten die Services sicher machen. Ja, ich kann eigentlich gleich an den Herrn Schlatterbeck anschließen. Die Frage ist ja, wie geht man systematisch an das Thema ran, weil eben viele Fragen im Raum sind. Und ich habe es vorher schon kurz erwähnt, sehe eine Möglichkeit halt auch über klassische Audits zu gehen, im Rahmen von Zertifizierungen, wo es einfach systemisch an die Sache herangegangen wird und die Gefahr auch dann nicht so groß ist, dass man wichtige Teile vergisst. Ne? Und von daher ist das meine Empfehlung. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht Security-Experte. Das Thema der Cloud kommt natürlich immer wieder vor und irgendwann an dem Punkt, wo dann wirklich Expertise gefragt ist, muss man eigentlich dann an die Security-Experten verweisen, weil das Thema für sich so komplex und so wichtig ist. Und ich habe ein Zitat neulich gelesen, also wer Cloud Computing im großen Stile machen will, der muss viel Risikoappetit haben. Und ich finde, das ist eigentlich sehr, das beschreibt das sehr gut, was es da zu tun gibt. Und vor allem ist es auch die Aufgabe Human Resources, dann auch die Mitarbeiter zu akquirieren, die all dieses Verständnis haben, um sozusagen eine Cloud zu betreiben. Was heißt das jetzt für mich als Konsumentin? Dieser Sicherheitsaspekt. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise Kundin von einem Handwerksbetrieb bin, ja, und die meine Daten haben und der arbeitet mit der Cloud zusammen, gibt es da irgendwas, auf das ich achten kann? Oder jetzt in diesem Kontext, beziehungsweise, wie ist das dann natürlich auch mit meinen Daten? Ja? Gibt es da irgendwelche... Ja, ich versuche mal einen anderen Zugang ein bisschen zu geben. Der Punkt ist ein bisschen, häufig habe ich ja, sind das ja so ein bisschen Friss- oder Stirb-Entscheidungen, also ich kann das einfach die Bedingungen annehmen, zu denen die Daten verarbeitet werden. Von dem entsprechenden Cloud-Dienstleister. Also wir haben es auch schon gesprochen. Die haben dann wiederum ihre eigenen Vereinbarungen oder müssen es teilweise dann da NSA ausliefern und so weiter und so fort. Also ich habe als Konsument oder Konsumentin oder auch als Unternehmen letztlich kaum Möglichkeiten, auch weil es kaum Alternativen gibt, auch weil es kaum Wettbewerb gibt. Und es ist mal, sei es die Sicherheitsfrage, ist das aus meiner Perspektive eine sehr zentrale, ist auch diese Machtkonzentration, gerade auch im Cloud Computing, weil die großen Serveranbieter, das sind letztlich vier Konzerne, Google, Microsoft, IBM, Azure und Amazon, AWS. Und das sind jetzt auch in anderen Kontexten uns schon bekannte Giganten, die zu Monopolkolossen heranwachsen. Der US-Kongress hat einmal prognostiziert, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre potenziell bis zu 30% des globalen Wirtschaftsoutputs von einem dieser Konzerne quasi beherrscht wird oder auf einiges zurückzuführen ist. Da stelle ich mir schon ein bisschen die Frage, was das dann macht aus der Marktwirtschaft, in der wir leben, aber auch aus den Demokratien, innerhalb derer wir leben, weil diese Machtkonzentration letztlich natürlich eine Auswirkungen auf die Innovation eines Wirtschaftsraums hat. Die ist ja so, dass sie sehr strategisch vorgehen, wenn sie kaufen oder wenn sie auch zerstören. Also Konkurrenz zu diesen Anbietern aufzubauen, ist fast schon unmöglich. Das sind Punkte, die zunehmend auch dazu führen, dass
quasi die Rechte von Konsumenten und so weiter immer mehr eingeschränkt werden, weil je mehr Markt ich habe, je weniger habe ich die Notwendigkeit darauf einzugehen, weil sie haben eh keine Alternative. Und das hat letztlich dann schon auch ein bisschen mit diesen Fake News und diesen ganzen Themen, die da aufkommen, wenn es keine andere soziale Medienplattform gibt, die da wissenhafter oder anders damit umgeht, sensibler damit umgeht, dann brauche ich diese lukrativen Aufträge nicht zu verzichten. Aber ich denke, dass wir hier schon auch ein bisschen in Richtung eines Marktversagens hinsteuern und jedenfalls stärkere Regulierung brauchen. Wettbewerbsrechtlich hat es der US-Kongress durchaus einiges vorgelegt. Die Frage ist, ob es zu einer Anwendung und Umsetzung kommt. Dann ist es so, dass die Lobbying-Bestrebungen dieser Konzerne Richtung US-Regierung sind. Da schützt uns vor Regulierung, insbesondere auch durch die Europäische Union. Also die Margaret Vestager ist ja keine besonders gern gesehene Person in den USA. Jedenfalls bei den Konzernen nicht, weil sie das als eine geopolitische und strategische Frage versuchen zu definieren. Das heißt, wenn ihr uns reguliert, dann schwächt ihr die US-Position in der Welt quasi und gerade auch gegenüber China. Und über diesen Hebel verhindert sie eine Regulierung, die eigentlich im Interesse der Konsumentinnen, im Interesse der kleinen Unternehmen, im Interesse der österreichischen Wirtschaft und der Arbeitnehmerinnen in Österreich wäre. Und ich glaube, das sind Punkte, die in diesem Zusammenhang auch anzusprechen sind. Gut, Max Schrems, die Frage an Sie. Was kann ich jetzt wirklich als Konsumentin tun? Ich meine, Sie sind ja das Vorher, Sie sind ja da schon vormarschiert und haben einige Prozesse gewonnen, geführt und gewonnen. Wie kann ich mich da wirklich wehren oder auf was muss ich, bevor ich mich noch wehre, auf was muss ich einfach aufpassen oder welche Tipps hätten Sie da jetzt ganz konkret für Konsumentinnen? Die Realität ist, dass ich mich wahrscheinlich recht wenig wehren kann. Also das ist zwar desillusionierend, aber die Realität ist, dass das sehr schwierig ist. Wir haben, ich glaube, aktuell über 100 Verfahren laufen, davon ist bis jetzt kein einziges entschieden worden. Na, Ausnahme eines, weil das Unternehmen dann doch die Daten geschickt hat. Aber in der Realität sind diese Verfahren dauern endlos. Es gibt eigentlich die Möglichkeit, also ich kann anfangen, indem ich zum Beispiel Auskunftsersuchen mache, mal fragen, wo sind meine Daten, da hat jeder das Recht, das gratis zu tun. Viele Unternehmen geben dann auch schon durchaus Informationen. Leider ist es so, dass ich würde sagen, du hast eine 90%-Quote, wo die Unternehmen nicht alle Daten schicken, die sie dir schicken sollen. Entweder weil sie es nicht mitbekommen oder weil sie es einfach verheimlichen. Aber ein Auskunftsersuchen, was ordentlich beantwortet ist, ist eher Kuriosum als wie Praxis. Obwohl ich eigentlich das Grundrecht auf Auskunft hätte, aber in der Realität passiert das einfach nicht. Ich kann dann, je nachdem, was das genaue Problem ist, in Österreich zur Datenschutzkommission gehen oder in jedem anderen Mitgliedstaat. Sobald aber das Unternehmen nicht den Sitz in Österreich hat, sondern im Ausland, muss die österreichische Behörde das dem jeweiligen anderen Sitzland schicken. Bei den großen Konzernen ist es praktisch durchgehend Irland oder Luxemburg. Diese beiden Behörden sind notorisch bekannt dafür, nichts zu tun. Und dann habe ich zwar eine Beschwerde und ein Grundrecht, aber halt eine Behörde, die nichts tut. Und die Quote in Irland ist, ich glaube, das sind über 7000 Beschwerden im Jahr. Und wir haben, glaube ich, insgesamt laufen 24 Verfahren. Also es ist unter 1% von Beschwerden, wo auch ein Verfahren dann stattfindet. Das heißt, ich habe zwar Grundrecht, aber das habe ich halt 99% der Zeit nicht, weil einfach es nicht durchgesetzt wird. Das ist halt so, wenn ich ein Grundrecht auf Demonstration habe und 99% der Zeit stellt halt keiner sicher, dass ich auch demonstrieren kann. Ja, es ist leider sehr desillusionierend. Wir probieren das jetzt eben über Neuf, das ist sozusagen jetzt die Organisation, die wir da gegründet haben, über kollektiven Rechtsschutz durchzusetzen. Also das haben wir ja in anderen Teilen gelernt, dass klassisch in Österreich die Arbeiterkammer oder der VKI so Konsumentenschutzthemen durchsetzen, weil der einzelne Bürger halt wegen 50 Euro nicht zum Streiten anfängt, weil das zahlt sich einfach nicht aus für so einen Betrag, einen Anwalt zu kriegen. Und so ähnlich ist es im Datenschutz auch. Also es gibt zwar am Papier diese Rechtsschutzmöglichkeiten, in der Realität brauche ich aber oft doch Experten und Anwälte und Co. Und die sind oft nicht zur Hand und kosten recht viel. Selbst wenn ich es in erster Instanz schaffe, es ist auch ganz nett, dass man zum Beispiel bei der Datenschutzbehörde gratis sein kann. Aber jedes Unternehmen, was ein bisschen irgendwie was zu verlieren hat, wird sofort in Berufung gehen. Dann bin ich beim Bundesverwaltungsgericht.
Dort kann ich mich theoretisch auch selber vertreten, aber das ist dann für die meisten Leute wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Und das ist alles dann nicht so easy. Sobald es grenzüberschreitend wird, wird es besonders komplex. In Österreich haben wir den Vorteil, dass die Behörde in 6 Monaten entscheiden muss, aber da sind wir in Österreich das einzige Land in Europa. In den anderen Ländern, wir haben gerade einen Fall in Irland, wo die seit 2,5 Jahren den ersten von 6 Verfahrensschritten gemacht haben zur Entscheidung. Und jetzt haben wir da geklagt und gesagt, nach 2 Jahren wäre es vielleicht mal Zeit, ein bisschen mehr als wie bei Schritt 1 von 6 zu sein. Am Weg zu einer Entscheidung, die dann natürlich wieder vor allen Gerichten aufgehoben werden kann. Also da bist du ja 20 Jahre entfernt von der rechtsgültigen Entscheidung. Und die haben uns gerade letzte Woche da ihren Gegenschriftsatz geschickt, wo drinnen steht, sie finden das überhaupt kein Problem, dass sie erst nach 2 Jahren bei Schritt 1 sind von 6. Also das ist ein bisschen die Realität. Wir können recht viel aufs Papier schreiben. Es fehlt gerade bei den Behörden der Durchsetzungswille. Und das ist leider ein Problem. Die DSGVO vom Papier hat die 4% weltweite Strafe. Das ist bei Facebook bei Milliardenbeträgen. Aber die Behörden auf gut Deutsch scheißen sich an, die Möglichkeiten zu nutzen und sitzen eher herum und schauen. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Gesetze wird es geben? Aber wir haben 90% Durchsetzungsproblem. Also es ist nicht das Problem, dass da nicht irgendwo im Gesetz stehen wird, dass alles Mögliche nicht legal wäre. Da steht sogar recht viel oft drinnen. Aber wir haben ein massives Durchsetzungsproblem, vor allem auch ein Koordinationsproblem auf europäischer Ebene. Also es gibt einfach 2, 3 Schlüsselbehörden, die einfach sich querstellen. Und es gibt zwar Möglichkeiten, dass auf europäischer Ebene die dann überstimmt werden, aber zum Beispiel gibt es dafür keine Deadlines. Das heißt, die Behörde in Irland kann sagen, ja, das ist ganz toll, dass ihr das anders seht. Wir nehmen nochmal 2 Jahre Zeit, um das uns nochmal zu überlegen, eure Objections. Und dann nach 2 Jahren sagen sie, wir brauchen nochmal 2 Jahre. Und also Nicht-Durchsetzung ist relativ einfach, Durchsetzung ist dann relativ schwierig. Okay, nachdem wir in dieser Runde zusammensitzen, fällt irgendjemandem was ein, wie man das ändern könnte? Nämlich, dass das nicht nur ein Gesetz auf Papier existiert, sondern dass dieses Durchsetzungsrecht wirklich für die Bürgerin existiert? Also im Datenschutzbereich kann ich Ihnen sagen, wir arbeiten seit 2 Jahren dran mit 15 Leuten. Also wir überlegen uns alle möglichen Richtungen. Es gibt natürlich zivilrechtliche Möglichkeiten, es gibt Sammelklagenoptionen etc. Aber all das ist nicht immer so banal und nicht immer so einfach. Und wir könnten wahrscheinlich am Tag 200 Beschwerden irgendwo einbringen. Das Problem ist, man muss irgendwie strategischer vorgehen und muss sich überlegen, was hat großen Impact etc. Und wir haben einfach eine Welt, wo der Rechtsbruch so massiv ist und so weit verbreitet ist, dass teilweise gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Also wir könnten wahrscheinlich 500 Juristen hier anstellen und hätten noch immer gut zum Tun. Ganz banale Sachen, der EuGH hat vor ein paar Monaten oder vor über, glaube ich, einem Jahr fast jetzt schon gesagt, dass ich bei solchen Cookie-Banners das nicht pre-ticken darf. Ich sehe noch immer jeden Tag Webseiten, wo das so ist. Ja. Also es ist einfach massive Nicht-Compliance von der Industrie und da ist es einfach schwierig, weil wenn ich 200 so Banner am Tag sehe, wo soll ich denn als Konsument anfangen, da ist irgendwo Beschwerden einzubringen. Ne? Also. Ja, die Frage war ja nur, ob es hilfreich wäre, wenn es eine Mindestzeit wie in Österreich überall anders aufgäbe bei den Behörden, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums zumindest eine Entscheidung ja. Zu fehlen wäre. Ich denke, das könnte ein Ansatz sein, aber ich weiß nicht, wie man alle Behörden dazu bekommen kann. Das haben wir schon probiert. Wir sind sehr froh, dass es keine Mindestentscheidungszeit gibt, aus Behördensicht natürlich. Auch die österreichische Behörde hält sich an die 6 Monate regelmäßig nicht. Also die haben einfach zu viel Arbeitsaufwand und zu wenig Leute, als wie dass sie die 6-Monats-Regel schaffen. Das ist halt so wie bei der Corona-Hotline, wo es heißt, wir hätten gerne 24 Stunden, aber in der Realität ist es 2 Wochen später. Ne? Bei den anderen Behörden, das ist leider Sache des nationalen Mitgliedstaats, das Prozessrecht, soweit die EU dazu nichts gesagt hat. Und in den Punkten sagt die EU nichts. Da gibt es die einzige Regel auf europäischer Ebene, ist, dass sie nach 3 Monaten den Stand des Verfahrens mitteilen müssen. Dann kriegst du halt nach 3 Monaten einen Brief, wo drinnen steht, Stand des Verfahrens ist, wir haben bisher noch nichts gemacht. Also, ja. Also es, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre sozusagen eine EU-Richtlinie, die in eine Prozessordnung vorgibt, die 6 Monate beschränkt, eine Möglichkeit. Da müssen halt dann wieder alle Nationalstaaten, EU-Staaten das Ja dazu geben, oder? Ja, not gonna happen. Also einfach politisch real nicht, wird das nicht passieren. Das heißt, man muss sich überlegen, es gibt natürlich in den Mitgliedstaaten Regeln. Es gibt in Deutschland auch Regeln, dass sie in angemessener Zeit entscheiden müssen. Da muss man halt diskutieren, was ist angemessen.
das sagt in Deutschland zum Beispiel, gibt es ja Rechtsprechung, das ist 6 Monate bis ein Jahr. Und dann muss man halt jeweils die Behörden drauf klagen, weil die wissen, also das Problem im Datenschutz ist, wir haben auch von den E-Mails, die jetzt zu uns kommen, sind 50% Verschwörungstheorien, sonstiges Drama und also der Großteil von diesen Beschwerden, die da einbracht werden, sind ja auch jetzt gelinde gesagt ein Schaß. Ja? Und die Behörden werden sich ja auch irgendwie denken, ich muss mich jetzt nicht mit jeder innerhalb von der Zeit befassen und so weiter. Und da kommt einfach, weil es gratis ist, weil es halt auch nichts kostet, kommt ein Riesenschwall herein. Da müsst sozusagen dann irgendwie mal, also die Kalkulation als Behörde ist, dass 90% der Zeit, selbst wenn ich die Beschwerde nie bearbeite, nie jemand vor Gericht gehen wird. Ergo habe ich nicht groß Panik, dass ich da die Frist einhalte, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Und das ist so, aber das passiert auch bei uns bei Bezirksverwaltungsbehörden so, wenn sie irgendwo eine Genehmigung machen, sollte ja auch in 6 Monaten sein und oft passiert die jahrelang nicht, weil halt die Unternehmer sagen, sie bauen halt ihre Heizung, die sie da einbauen wollen, und eine Genehmigung brauchen einfach trotzdem ein und warten halt, dass die Behörde mal daherkommt. Ist einfach nicht so, wie es im Buche steht, aber so ist halt die Welt da draußen. Okay, also da gibt es jetzt irgendwie nicht wirklich einen Weg raus, oder? Es gibt viele kleine Wege und ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass wir die großen Industrie, also wir haben zuerst schon gehört, es gibt ja in Wirklichkeit Monopole. Ja. Und wenn wir 5, 6 große Unternehmen jeweils treffen und sagen, ihr müsst es ändern, dann trickelt das automatisch runter zu zehntausenden Kunden. Ja. Und es macht natürlich nicht viel Sinn, jetzt irgendwie jemanden, der eine Facebook-Seite betreibt, zu verklagen, weil davon gibt es 10.000 Leute. Aber wenn man Facebook direkt trifft, dann betrifft es wiederum, was weiß ich, wie viele Millionen Facebook-Seiten es gibt oder wie oft irgendwelche Facebook-Plugins in irgendwelchen Webseiten einbaut sind. Und wenn das auf der sozusagen auf der Seite von den großen Konzernen richtig gemacht wird, die natürlich viel mehr Power haben, das auch abzuwehren, dann hat man halt einen viel größeren Hebel, mit dem man de facto wahrscheinlich viel erwischt. Ne? Das heißt, Zusammenklagen gegen wirklich große Unternehmen, die dann auch durch die Medien gehen, wo dann auch Bewusstseinsbildung passiert. Ja, Bewusstsein und Medien bringt bei den Medien, also ist interessant im Vergleich zu anderen Fällen, das ist ihnen ziemlich wurscht. Also es sind Monopolbetreiber und kein Mensch auf dieser Welt mag Facebook sehr besonders gerne als Unternehmen und das ist ihnen auch bewusst. Und ist dein Ruf erst ruiniert, ne? Lebt es nicht ganz ungeniert. Und wir haben bei Presseaussendungen und bei Rechtsbrüchen, die offensichtlich sind, antworten die meistens von ihrer Presseabteilung nicht mal mehr. Also das ist ihnen einfach wurscht. Ich glaube auch nicht, dass sie glauben, dass sie irgendeinen Datenschutzruf haben, den sie noch zu verlieren hätten. Ich glaube, wenn jemand sagt, sozusagen schlecht bei Datenschutz, schreiben die Leute Facebook, Google als erstes hin in die Fragen-Antwort-Katalog. Insofern kann man mit öffentlichem Druck da leider auch recht wenig machen, weil sie eben Monopolanbieter sind. Also ich kann auch als SMI schlecht sagen, ich ziehe jetzt meine Daten und tue schnell woanders, der netter ist, weil es einfach oft wenig Angebot gibt und wenig Möglichkeiten davon. Und damit kann ich mit öffentlichem Druck wenig arbeiten bei Monopolbetrieben. Das perlt ab. Okay, aber Sie haben was Wichtiges gesagt, nämlich Facebook und die Großen haben eh schon einen verbundenen Ruf, was den Datenschutz angeht. Was an sich am besten oder eher einen besseren Ruf haben muss, was Datenschutz angeht, ist unser Staat. Und ich möchte jetzt ganz gerne auf den Bereich Cloud Computing im staatlichen Bereich eingehen. Ja, welche Vor- und Nachteile gibt es da? Und ich frage jetzt ganz provokativ, inwieweit vertrauen wir unserem Staat, dass unsere Daten dort sicher sind, wenn die dann irgendwie outgesourced wird in eine Cloud eines US-amerikanischen Unternehmens, weil dieses Service in Anspruch genommen wird? Gibt es da extra Verträge? Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Gibt es da Entwicklungen im Moment, von denen wir vielleicht noch nichts wissen und jemand von Ihnen was weiß? Wie ist da die Lage? Ich möchte wieder mit dem Herrn Schlatterbeck beginnen. Gute Frage. Ich glaube, dass es immer mehr staatliche Stellen gibt, die eben teilweise Sachen outsourcen. Und aus meiner Sicht unter den gegebenen Umständen mit gekündigten Safe Harbor und so weiter ist es einfach unzulässig. Müsste jemand, der, ich verweise auf Max Schrems, ob das, wie zulässig sowas ist. Und sie haben natürlich das Recht, auf Auskunft zu begehren und
sich sagen zu lassen, was mit den Daten passiert und so weiter. Und das hängt natürlich auch stark davon ab, ob das jetzt speziell schützenswerte Daten sind, die ja in der Datenschutzgrundverordnung explizit ausgewiesen sind oder halt nicht. Wie stark da das Schutzbedürfnis ist. Und ich glaube, dass das nicht ausjudiziert ist. Aber ich halte es für den falschen Schritt, wenn unsere staatlichen Stellen Dinge nach Amerika outsourcen. Das halte ich für nicht korrekt. Ja. Und bin ich als Bürger auch dagegen. Ja. Nur wie weit man eine Chance hat. Ich persönlich habe nicht die Energie, dem nachzugehen. Vielleicht haben Sie die, ja, also weil das halt ein sehr schwieriges Thema ist. Und ich denke aber, dass man durchaus da was tun kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich früher angeschaut hat, wie die Daten gelagert wurden, ja, dann ist es, wie ich vorher schon gesagt habe, potenziell sogar eine Verbesserung, ja, weil halt vorher, also wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf den mittelständischen Betrieb, da ist es halt oft so, gibt es Untersuchungen, die machen einfach keine Datensicherung, ja. Wenn dort eine Ransomware kommt, dann sind die Daten verschlüsselt und die haben keine Kopie davon. Und das war in einigen staatlichen Stellen durchaus auch so, wo halt irgendwelche personenbezogene Daten in irgendwelchen Excel-Sheets verarbeitet wurden, von denen es keine Datensicherung gibt und sonst was. Ja, das ist damals ja, Sie wissen vielleicht, dass München damals auf Open Source umgestellt hatte und dann auch wieder zurück, weil es offensichtlich da diverse Interventionen von einer großen Firma gab, dass das wieder geändert wurde. Aber was die als erstes gemacht haben, ist ganz viele solche kleine Anwendungen, die in staatlichen Stellen benutzt wurden, also so kleine Excel-Anwendungen, die irgendein Beamter geschrieben hat für irgendeine Tätigkeit, die er halt durchführen musste, die haben die zentralisiert und unter eine sinnvolle Kontrolle gestellt. Das ist auch der Grund, warum die Zeit gebraucht haben und warum das nicht gleich der Ur-Erfolgsding war. Aber die haben sehr viel getan, was sehr positiv war und dann meines Wissens teilweise auch heute noch so funktioniert. Ja. Da kann man sehr viel tun und möglicherweise ist, wenn man sich da helfen lässt, also das halt über irgendwelche Rechenzentren macht, es gibt ja auch Bundesrechenzentren, die ganz gut sind, die halt technisch, glaube ich, ganz gut sind, aber halt von den preislichen Strukturen nicht konkurrenzfähig sind mit anderen Anbietern, dann muss man sich halt überlegen, ob das so viel kosten darf, ob man das irgendwie rationalisieren kann, ob das der Staat selber machen soll oder ob es eine Möglichkeit gibt, wie andere Unternehmen dort Dinge übernehmen können. Aber man muss sich natürlich als Staat auch, es ist ja sicher unserer Wirtschaft zuträglicher, wenn das im Inland passiert und nicht irgendwie outgesourced wird, unsere Steuergelder. Also auch diese Dinge muss man sich, glaube ich, in dem Zusammenhang überlegen. Und da ist auch die Frage, ob man da nicht als Bürger Mitspracherecht haben sollte, wohin das Geld fließt. Ja. Das so mal von meiner Seite. Aber ich sage es gleich, das ist sehr persönlich gefärbt. Also Sie dürfen mich gerne so zitieren, aber es ist nicht eine allgemeine Lehrmeinung. Ja. Interessanter Punkt. Wie gesagt, Microsoft hat ja erklärt, sie machen jetzt ein Datenzentrum im Osten Österreichs. Wenn jetzt die Republik Österreich hergeht und Daten dorthin aussourcet, ist es ja nicht sicher, unter welches Gesetz das fällt. Wie siehst du das, Alois? Ist das gescheit oder braucht man das wieder extra für unser Bundesrechenzentrum oder österreichische Unternehmen damit beauftragen? Was wäre da die ideale Mischung? Oder damit ja, ich als Bürgerin sicher sein kann, ja, dass meine Daten, besonders wenn es um Gesundheitsdaten und wirklich private Daten geht, ja, nicht irgendwo landen. Also aus meiner Sicht wird sich der Staat auch nicht verschließen können, der digitalen Transformation letztendlich ist halt, sind die Daten halt irgendwo in der Cloud. Und wenn man sich wünschen darf, natürlich in einer Cloud, die sicher ist oder wo die Wertschöpfung auch in Österreich ist.
Nein, Moment mal, Daten sind ja nicht irgendwo in einer Cloud, sondern wenn ich outsource, wenn ich ein Cloud-Computing-System anmiete, dann muss ich einen Vertrag unterschreiben. Das heißt, ich weiß ja, mit welchen Unternehmen ich sozusagen Geschäfte mache. Eben, und dann kann ich, da kann ich ja dann als Staat sozusagen unter dem Aspekt des Datenschutzes und auch der Datensicherheit auch eine Entscheidung treffen. Ja. Und da ist ja die Frage, vertrauen wir sozusagen dem Staat? Und ich sage, ja, eigentlich gibt es dort genug Experten, also und Juristen, die das ja auch sehen und die vielleicht auch die Zeitung lesen. Also sozusagen müssen die ja auch eine Entscheidung treffen. Andererseits ist die Verwaltung ja, hat den Rechnungshof sozusagen als Kontrolle, hat das Parlament als Kontrolle. Und es ist schon auch ein Stück Aufgabe der Zivilgesellschaft, hier einzuwirken. Und die Zivilgesellschaft wie das Digital Society haben ja nachdem, das ist ja eine Trilogie der Veranstaltungen, wo wir uns jetzt im zweiten Teil befinden und im dritten Teil soll ja dann auch die Politik mit dem Thema konfrontiert werden bzw. informiert werden. Und da ist es schon auch, geht es auch darum, darauf hinzuweisen, wie die Situation da ist. Aber in Wirklichkeit kann man sagen, Know-how ist da, das Bundesrechnungszentrum, also da sitzen ja die Experten, also die aber vielleicht habe ich da blindes Vertrauen. Ja. Ja, ich traue mir das nicht zu beurteilen, aber ich nehme Sie da jetzt auch vielleicht das Arbeiterkammer in die Pflicht. Vielleicht dazu kurz noch ein Einwand. Ich habe durchaus sehr viel Vertrauen in das Bundesrechnungszentrum. Ich habe auch immer mal wieder ein bisschen Einblick gehabt. Die halten halt diese ganzen Rechtsvorschriften ein. Ja? Und die großen Cloud-Anbieter halt, wie wir gehört haben, halt nicht. Und ja, natürlich ist es dann billiger. Ja? Also ja, das einfach kurz als Einwurf. Ja? Punkt, weil das Bundesrechnungszentrum ist einfach teurer, als wenn man das irgendwo anbietet. Jeder, der schon mal mit denen gearbeitet hat, weiß das. Aber wie sieht das die Arbeiterkammer? Ja, kann man sich vorstellen, dass man da irgendwie, also nicht einen Passus in die Verträge reinschreibt, der öffentlich gemacht wird und öffentlich diskutiert wird, einfach damit ein gesellschaftliches Bewusstsein sich entwickeln kann? Also, schwieriges Thema ist ja klar. Ich glaube, die Grundfrage war ja prinzipiell Vertrauen in den Staat und da würde ich meinen, wenn es eine demokratische Legitimität gibt, wenn es eine Verantwortung gibt und wenn die Grundrechte eingehalten werden, ja. Wir haben ja gelernt, an den Grundrechten liegt es nicht, das liegt an der Durchsetzbarkeit all dessen. Und das wäre letztlich mit einem Passus ebenso und wir haben auch gelernt, die Awareness ist auch nicht das große Thema. Also ich glaube, das Thema ist bekannt. Die Frage ist eben letztlich immer, auf wessen Datenserver, Farmen, Rechenkapazitäten muss ich dabei zurückgreifen. Und wenn ich dann dort wieder bei den genannten Groß- oder monopolartig agierenden Konzernen bin, dann habe ich alle Probleme, die wir jetzt schon ausführlich besprochen haben. Und unter diesem Gesichtspunkt sehe ich es als sehr heikel, wiewohl ich weiß, dass die natürlich ein enormes Interesse haben, mit dem Staat hier ins Geschäft zu kommen, weil natürlich diese Daten noch einmal auf einer ganz neuen Ebene spannend und interessant wären. Also ich weiß, IBM und Microsoft liefern sich jetzt schon und wahrscheinlich die AWS, Amazon Cloud ganz genauso, um an diese Gesundheitsdaten endlich heranzukommen. Ja, IBM arbeitet ja auch mit dieser KI Watson. Also für all das wäre für diese Produktentwicklung, die letztlich dann auch im Gesundheitssektor durchaus gewinnbringend dann eingesetzt und verkauft werden kann, wäre diese Datengrundlage immens wichtig. Und ich sehe das als extrem skeptisch, natürlich, aus den schon diskutierten Gesichtspunkten. Und ich glaube auch nicht, also dass die Bundesrechenzentrumsdiskussion, die kann man ja auch führen, aber das ist letztlich auch eine europäische Frage, inwieweit man nicht nur jetzt regulatorisch, das machen wir mit DSGVO und jetzt haben wir auch Gaia X, da überlegen wir uns auch wieder quasi allgemeingültige Rechtsstandards, den sich dann alle unterzuordnen haben. Es bleibt die Durchsetzbarkeit die Frage, solange wir keine eigene Infrastruktur haben. Und das bin ich mir nicht, da kann ich auch, da gibt es keine AK-Meinung, auch ich persönlich bin das natürlich nicht völlig sicher, was da gescheit ist. Aber die Frage stellt sich irgendwie schon, inwieweit bauen wir eine europäische Alternativinfrastruktur auf? Können wir auch vielleicht in dieser Runde diskutieren. Ja.
ob das uns Probleme ersparen würde oder ausgeschmissenes Geld wäre. Also der Kosten-Nutzen-Faktor ist besser als einfach. Genau, und schon halt eben die langfristige Abhängigkeit, weil ich habe entweder eine chinesische Hardware und glaube Anbieter, weil ich so ein bisschen die betrachte das ja auch als strategisch. Also ich sehe diese Investments ja gar nicht als Kosten-Nutzen-Rechnung nur, sondern es ist schon noch eine strategische Entscheidung. Ja. Und da sind wir in Europa schon ein bisschen in einer Freerider-Rolle bisher auch gewesen letztlich. Also wir haben all die innovativen Produktlösungen bequem genutzt, haben dann gesagt, na gut, wir legen aber unser Rechtsverständnis oder unsere quasi Grundrechte drüber und merken jetzt, damit kommen wir aber nicht sehr weit. Ja? Und jetzt ist, dann haben wir halt lange verschlafen, selber eine Infrastruktur aufzubauen, zu fragen, ob das überhaupt noch möglich ist, ob das sinnvoll wäre. Aber die Diskussion zu der Art habe ich auch keine abschließende Meinung. Darf ich da noch ganz kurz ergänzen? Das eine ist ja sozusagen die Infrastruktur, Kapazitäten sozusagen zu speichern. Das andere sind natürlich die Anwendungen drauf und die Plattformen. Und da, wo ja Wertschöpfung entsteht und auch Innovation passiert, das ist ja genau auf diesen Plattformen. Und hier gibt es zwar jetzt in der Industrie, also große Unternehmen, europäische Unternehmen wie VW, die machen dann so Industrie, Plattformen, Clouds, gemeinsam mit großen Anbietern und innovieren hier auf dieser Ebene. Und die Frage ist, wo sind die Plattformen jetzt in Europa, außer dieses eine Beispiel, gibt es da mehrere, wie kann der Forschungsbereich und die Industrie und die Startups gemeinsam solche Plattformen entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der uns dann wieder zu bringen, in die Zukunft zu schauen, weil das, was jetzt Status ist, das ist ja echt schwer in der Hand. Ja? Wir müssen ja nach vorne schauen. Ja. Ganz kurz noch einen Punkt noch in dieser Diskussion, den ich mir schon auch, also es wird ja auch immer bei der europäischen Industriepolitik jetzt zunehmend diskutiert und ich habe im Hintergrund schon auch immer die Bedenken, naja, wenn jedes Produkt, das die Industrie letztlich herstellt, in irgendeiner Form und Weise auch angewiesen ist, also quasi entwickelt wird mit das Daten. Also ich brauche immer irgendeine eine Datenspeicherkapazität im Hintergrund, ich brauche immer eine Rechenkapazität im Hintergrund. Und wir haben schon gesagt, wenn die immer bei derselben 4 liegt, dann stelle ich mir schon die Frage, langfristig welchen Wertschöpfungsanteil wird quasi in der europäischen Industrie, bei den europäischen Unternehmen verbleiben, wenn wir dieses Thema nicht auch angehen. Also das ist sehr auch schon angesprochen. Das sind zentrale Fragen. Und da sprechen wir nicht nur über Gesundheitsdaten staatlicher Lösungen, wollen wir das nicht, sondern wo haben wir nachher noch einen Wertschöpfungsanteil? Weil wenn wir nachher nur die Produkte quasi herstellen, dann kommen wir in die Lohndiskussionsfrage, was sind wir da wettbewerbsfähig mit Fernost, weil die tatsächliche Innovation eben quasi angewiesen ist auf diese Grundinfrastruktur und diese Rechenkapazitäten und da haben wir keine europäische Alternative, beziehungsweise wird schon fein dran gearbeitet, aber da fehlt der große Durchbruch. Es mag auch schon viel zu spät sein, aber es ist dann jedenfalls sehr dramatisch. Naja. Es kann immer zu spät oder zu früh sein. Man muss ja das Beste wollen. Ja? Jetzt nichts zu tun. Max Schrems, vertrauen Sie dem Staat, dass Sie Ihre Daten da ohne Bauchweh in guten Händen wissen? Ich war immer ein Freund davon, dass man irgendwie da nicht den großen Unterschied zwischen Staat und Privat macht, weil am Ende sind da Entscheidungsträger, die da und dort Scheiße bauen oder Sachen gut machen. Also das ist für mich keine Frage, von welches Hütchen man auf hat. Und ich meine, wir haben auch mit Vorratsdatenspeicherung und allen möglichen anderen Ideen ja auch skurrile Sachen vom Staat, beziehungsweise eben genau die Debatte, die wir vorher gehabt haben, US-Überwachung ist ja staatliche Überwachung. Also wir haben immer mehr eine Verbindung von all dem. Ich habe teilweise diese Überwachungsgeschichten schon Public-Private Partnership genannt. Also erstes mal Google in meinem Handy und sammelt alles dort ab und dann stöpselt sich der Staat noch bei Google ein und dann habe ich halt die perfekte Kette. Ne? Also es ist, das ist alles, glaube ich, nicht mehr groß zu trennen. Ich glaube, was eben gesagt worden ist, dass natürlich wir lokale Lösungen brauchen und ich glaube, was man auch bei den Kosten einfach mehr diskutieren muss, ist Compliance kostet auch. Also bis ich meine Rechtsabteilung dazu kriege, dass die irgendeine sozusagen US-Lösung rechtskonform mehr hinstellt,
habe ich am Ende mehr dem Anwalt zahlt, als ich mir gespart habe beim Hosting. Ja? Also gerade als KMU. Und ich meine, ich bin zum Glück ja kein Anwalt, der sozusagen professionell unterwegs ist. Insofern brauche ich nicht für mein Business reden oder sowas. Aber ich würde es ehrlich gesagt teilweise lieber am lokalen Hosting-Anbieter in den Schlund schmeißen, als wie 15 Anwälte, die mir die DSGVO dazu erklären. Ja? Weil viel von den Problemen lösen sich einfach, wenn ich das lokal mache. Ne? Das andere, was wir natürlich als Problem haben, und ich glaube, dass viel von der Innovation hier durchaus passiert und dass wir uns oft ein bisschen kleinreden auch bei vielen Sachen. Das Problem ist, dass wir keinen riesengroßen Heimmarkt haben und das ist einfach prinzipiell ein Problem. Die EU sind am Ende 28, jetzt dann 27 Märkchen mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Barrieren, mit ganz also bei uns was schnell rauszurollen, ist einfach nicht so leicht und wir werden irgendwas brauchen und es gibt die kennen wir zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber es gibt ja tonnenweise europäische Hosting-Anbieter, auch sehr große. Also es ist ja nicht so, dass wir alles sozusagen woanders haben, aber die werden natürlich auch früher oder später erdrückt werden. Und das ist ja halt immer so die Debatte, ob wir so eine Art europäisches IT-Airbus brauchen, was halt einfach, wie es früher unsere Flugzeuge nicht funktioniert haben und jeder seine 5 Stück baut hat einzeln, was natürlich keine Skaleneffekte gehabt hat, sind wir jetzt mit Airbus irgendwie besser als die Amis. Also es geht schon, wenn man sich zusammen macht. Und ich glaube, das ist spannend. Das andere, wo es Europa vielleicht viel schneller rankommt, anstatt jetzt sozusagen auf der wirtschaftlichen Ebene das allein zu spielen, ist die Frage von Interoperabilität. Also wenn wir sagen, es ist in Europa am Markt vorgesehen, dass ich, ganz banales Beispiel, jeder Stecker in jede Steckdose passt, dann kann ich mir auch von jedem einen Staubsauger kaufen und ins Haus anschließen. Way back when haben in den USA teilweise die Stromhersteller die Steckdosen auch mitverkauft und dann hast du nur noch deren ihren Staubsauger kaufen können. Und wir haben genau das in der Digitalisierung. Wir haben eigentlich ein offenes System gehabt. Das Internet war genau dieses offene, interverbundene System und haben jetzt immer mehr sozusagen obendrauf geschlossene Dinge, die genau die Monopolisierung wieder bringen. Und gerade das könnten wir in Europa durchaus verpflichten, dass man sagt, gut, es braucht offene Infrastruktur, es braucht offene Schnittstellen, weil dann kann auch in einem kleinstrukturierten Markt wieder Konkurrenzfähigkeit auftreten. Und das ist, glaube ich, was Brüssel total verpennt hat bisher, weil es wäre aus Konsumentensicht interessant und aus Unternehmersicht, wenn wir wieder mit verpflichtenden offenen Schnittstellen machen. Wenn ich dann zum Beispiel was aus der Amazon Cloud mit einem Klick in eine lokale Cloud rüberschieben kann, weil ich einfach einen Container habe, in dem ich das sozusagen laufen habe, gibt es ja auch technisch solche Lösungen. Aber sowas zum Beispiel verpflichtet, dass das möglich sein muss, dann habe ich viel mehr Möglichkeit zu sagen, okay, der Anbieter geht mir jetzt eigentlich auf die Nerven und ich kann ohne endlosen Schwierigkeiten, ich meine, ganz easy ist sowas nie, Sachen auch wieder hin und her schieben. Das probieren ja gerade diese großen Anbieter durchaus auch zu unterminieren. Also wir haben jetzt natürlich aus Konsumentensichtschutz eher mit sozusagen Consumer-Facing-Products zu tun. Aber ich erkläre es immer einfach, ich kann meinen E-Mail-Provider morgen ändern, meine URL mitnehmen und habe sofort mein Postfach woanders. Und ich kann aber meine Messaging-App nicht mitnehmen. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt auf Signal und mag von WhatsApp nichts mehr wissen, aber trotzdem noch mit Leuten auf WhatsApp schreiben. Das offene zum Beispiel Messaging-Standards gibt es seit Ende der 90er Jahre. Das ist technisch nichts besonders Komplexes. Aber es wird halt von der Industrie nicht gemacht. Ja. Und ich glaube, wenn wir mit offenen Standards mehr arbeiten auf europäischer Ebene, dann könnte man ganz viel von den Dingen einfangen und wären auch nicht mehr ausgesetzt diesen Dingen so nach Motto, es ist alles anti-amerikanisch und wir sind so böse und gemein und so protektionistisch, sondern das ist dann freier Markt. Und dann kann ich auch überlegen, wer hat das bessere Produkt und wer hat vielleicht ein Nischenprodukt, was nur in Österreich wirklich zieht, aber kann sich dann trotzdem durchsetzen. Derzeit haben wir halt genau das Gegenteil. Also bestes Beispiel war Social Networking, da hast du dieses Netzwerkeffekt. Ich kann praktisch nur dort sein, wo alle anderen auch sind, weil sonst schaue ich mir meine eigenen Katzenfotos an und das ist noch weniger spannend als die Katzenfotos von anderen Leuten. Und genau das ist halt zum Beispiel passiert. Wir haben im deutschsprachigen Raum StudiVZ gehabt, da waren alle. Ich war auf Facebook, weil meine malaysischen Freunde auf Facebook waren, weil ich dort auf Austausch kurz war. Aber irgendwann mal sind einfach global alle, erst in den USA, alle von MySpace auf Facebook gekommen. Dann war Facebook das Ding. Dann ist es global genauso runtergetrickelt. Ich glaube, die letzten waren die Brasilianer, die es noch lange ihr eigenes System gehabt haben. Es war irgendein Google-System, was dort verbreitet war. Selbst die sind irgendwann mal zusammengebrochen. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist vielleicht Russland und China, weil die halt wirklich alles andere absperren. Ja. Aber diese Systeme könnte man interoperabel machen und dann hätte man auch wieder Möglichkeiten, sich sowas rauszusuchen. Wissend, dass ich jetzt eigentlich nichts zum Start gesagt habe, aber ich habe probiert zu antworten auf das, was vorher da war.
Okay, aber jetzt, wie sehen Sie das mit dann, wenn der Staat seine Daten angenommen bei Microsoft, also zu Microsoft Cloud Services auslagert oder dort? In der Realität wird es extrem schwierig sein. Es gibt von den Unternehmen zwischen eigene sozusagen Government-Produkte, die halt oft sagen, dass sie jetzt sozusagen ein bisschen besser sind. Aber in der Realität wird es sehr schwierig sein, dass man sich wirklich da voll compliant ist. Die Microsoft kann zum Beispiel in einen Vertrag reinschreiben, dass das alles ganz secure ist, solange es nicht technisch wirklich so ist, was möglich ist. Also es gibt irgendwelche Zero-Knowledge-Konzepte, da bin ich auch nicht der Experte, da gibt es andere, die vielleicht mehr dazu sagen können. Dann ist es halt so, dass also Teil zum Beispiel der NSA-Überwachung, um bei dem Thema zu bleiben, ist einfach Spionage zu anderen Staaten. Also es ist für die USA einfach relevant, was Diplomaten in Brüssel sich denken zum nächsten Handelsabkommen. Und es ist für uns relevant, dass vielleicht nicht jedes E-Mail vom Bundesministerium zum anderen Bundesministerium mitgelesen werden kann. Ich glaube, wir haben in Österreich mal irgendwann ein bisschen Radio gehört, über 1000 Diplomaten aus den USA, die irgendwo in Wien herumkrebsen und wahrscheinlich sich eher für die UNO interessieren als für uns. Aber genau um so Sachen geht es ja auch, dass diese Sachen eben nicht leicht abgreifbar sind. Und da wäre es natürlich durchaus sinnvoll, dass man das irgendwo in einer eigenen Hand hat. Und ich glaube, wir müssen auch einfach die Kompetenz da behalten. Also selbst wenn es derzeit vielleicht ein bisschen ein Tal ist, wo das alles in die amerikanische Cloud geht, wenn wir nicht mal mehr auf staatlicher Ebene die Sachen selber die Kompetenz haben, das überhaupt ordentlich zu machen, dann wird es schwierig sein, dass man später wieder zum Beispiel ein bisschen an die Front vorangeht und dann mehr macht. Ne? Aber ja, Kosten sind ein Faktor, aber ich glaube, dass Kosten in dem Teil einfach oft auch überschätzt werden, weil ich weiß von uns, ich meine, wir sind jetzt ein kleiner Verein, wir müssen uns ja alles immer nur lokal hosten und alles selber machen, weil wir ja ganz super brav sind. Und es kostet natürlich was. Wir haben Leute, die sich nur damit beschäftigen, den lieben langen Tag. Aber am Ende sind die Kosten nicht so groß unterschiedlich. Also, okay. Und wenn ich mal denke, wie lange ich, wenn ich es rechtskonform mache und nicht einfach irgendwas mache, wie viel ich Anwälten zahlen müsste, damit die mir erklären, was da alles rechtskonform wäre oder nicht, da zahle ich ehrlich gesagt lieber unseren IT-Techniker, den habe ich mehr lieb. Staatstrojaner in Österreich, dieser unsägliche Ansatz, den wir hatten, der Gott sei Dank zur Zeit nicht aktuell ist, einen Virus auf jedem System, damit der Staat besser zuhören kann. Also wir sind ja auch sehr neugierig, ne? Und nicht nur Österreich, auch Deutschland, Frankreich, Italien, you name it, ne? Also ein bisschen die USA zu schützen, auch andere Staaten haben Sicherheitsdienste und auch die haben alle Interesse an Informationen. Ich mag sogar noch einen Satz vielleicht hinzufügen. Das Spannende ist, dass wir generell europaweit ja Datenschutz haben. Die große Ausnahme ist Artikel 4 der europäischen Verträge. Da steht nämlich drinnen, dass nationale Sicherheit allein Sache des Mitgliedstaats bleibt. Das heißt, wir haben beim EuGH gegen die USA klagen können, weil es ist nicht die nationale Sicherheit eines Mitgliedstaats, sondern eines Drittstaats. Wir hätten aber keine so eine Klage gegen Deutschland zum Beispiel einbringen können, obwohl ich glaube, ein großer Teil des österreichischen Traffics wahrscheinlich durch Frankfurt durchgeht, wo die NSA sitzt, mit dem BND gemeinsam. Und das ist zum Beispiel durchaus interessant, dass wir in Europa nicht alle Mitgliedstaaten und zum großen, großen Unterschied von den Mitgliedstaaten, aber die großen und zum Beispiel Schweden als nicht so großer Mitgliedstaat, der einfach historisch viel überwacht, durchaus recht viele Dinge da auch haben. Das Einzige, was uns da schützt, ist Straßburg, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, und der hat inzwischen eine Rechtsprechung, die praktisch sagt, anything goes. Also das ist ja auch in Europa nicht so banal, und das ist auch eben bei so Fragen, wie sagen wir, Staatstrojaner, da braucht man auch nicht groß auf europäischer Ebene oft schauen für den Rechtsschutz. Ich meine, beim EuGH geht es teilweise bei Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, weil es da einfach Europarecht gibt. Wenn es rein nationale Zuständigkeiten sind, dann bleibt da praktisch bei uns der Verfassungsgerichtshof, der zumindest in Österreich zum Glück sehr streng ist, was Datenschutz betrifft, eher außergewöhnlich streng. Aber zum Beispiel auf europäischer Ebene in Straßburg bringt das recht wenig, da ist so ziemlich alles geht. Okay. Danke. Ich komme jetzt zur letzten Fragerunde hier im Podium. Die Fragen kommen dann am Schluss. Ja. Sie haben was sehr Gutes gesagt, nämlich Kompetenzen. Ne? Der Staat muss Kompetenzen aufbauen, die Gesellschaft muss Kompetenzen aufbauen. Welche Infrastruktur muss bereitgestellt werden, wenn jetzt unser fast gesamtes digitales Leben sich in der Cloud abspielt? Ja? Dann heißt es ja auch, was für eine Gesellschaft, wie schaut das mit der Infrastruktur aus, mit der Bandbreite? Ja?
Wie kann man das lösen? Ist das schon gut gelöst? Welche guten Konzepte gibt es da? Was macht das jetzt wirklich mit einer Gesellschaft? Ja? Es geht um so Themen wie Breitbandausbau, Stadt-Land-Gefälle. Wie wird das in Zukunft funktionieren? Wie wird das ausschauen? Ja, ich fange wieder mit dem Herrn Schlatterbeck an. Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube gerade in Österreich auch ein politisches Thema, weil halt die Breitbandmilliarde in Mobilfunk investiert wurde aufgrund von Lobbying. Und jeder, der ein bisschen sich damit beschäftigt, wird feststellen, dass halt der Mobilfunk endlich ist von dem, was man da drüber schicken kann. Und wenn man Glasfaser aufbaut, dann ändert sich die Technologie so, dass man auch mit einer bestehenden Glasfaserverkabelung mit zukünftigen Technologien einfach mehr drüber bringt, über dieselbe Faser. Weil man eben neue Technologien, man kann dann in verschiedenen Farben senden sozusagen, also verschiedenes Licht gleichzeitig über dieselbe Faser und alles Mögliche. Also man kann dort viel, viel, viel mehr Bandbreite drüber bringen, als man über Funk bringt. Das heißt, wir bauen dort jetzt gerade Technologien aus mit 5G. Ich habe, by the way, keine Angst, dass mir das gesundheitliche Schäden macht, aber ich habe sehr starke Einwände gegen das, wie das finanziert wurde, dass da eine Breitbandmilliarde für den Mobilfunk investiert war. Aus meiner Sicht wäre die besser investiert worden in Glasfaser. Ja. Und möglicherweise kostet es dann auch mehr als eine Milliarde, weil was Sie angesprochen haben, ist ja auch ländliche Infrastruktur und da sind nun mal die Entfernungen größer. Dafür braucht man dann möglicherweise bis zum einzelnen Haushalt nicht so viel Glasfaser und es gibt auch Vorzeigeorte, wo das gemacht worden ist und wo das gar nicht so teuer war schlussendlich. Also ich glaube, dass das machbar ist und ich halte halt Mobilfunk in dem Zusammenhang nicht für die beste Lösung. Zu der Anbindung an die Cloud-Frage ist natürlich dann sofort, wenn man im ländlichen Bereich ist ja auch die Mobilfunkabdeckung dann nicht so, man könnte ja jetzt sagen, Mobilfunk funktioniert im ländlichen Bereich viel besser, deswegen ist die Breitbandmilliarde dort gut investiert. Stimmt halt leider auch nicht, weil dort halt die Infrastruktur auch im Funkbereich dann nicht so gut ausgebaut ist und man halt die Datenraten nicht zusammenbringt. Das heißt, für so eine Gesellschaft, die immer mehr in der Cloud tut, ist halt da die Gefahr, dass gewisse ländliche Bereiche abgehängt werden. Andere europäische Länder haben das Problem schon länger. Also wenn Sie sich zum Beispiel im Hinterland von Barcelona in Spanien umschauen, die haben mit einem privaten Verein Gifi.net selber angefangen, ihre Infrastruktur zu bauen. Das ist das größte WLAN-Netz der Welt. Die haben einige zigtausend Kilometer WLAN-Funkstrecken dort auf dem Lande, weil halt es dort keine Anbieter gibt, die dort Internet anbieten. Ja, also die haben sich selber organisiert. Kann man sich auf guifi.net, schreibt sich das, die Karte mal selber anschauen. Das ist sehr spannend. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man dann Breitband quasi doch wieder selber machen kann. In Wien gibt es einen ähnlichen, viel kleineren Verein, Funkfeuer, kennen Sie vielleicht, die auch so Wi-Fi-Endgeräte nehmen, um damit Internet zur Verfügung zu stellen. Aber gerade in Wien ist natürlich Glasfaser, also ist natürlich Breitband verfügbar, auch anderes. Und also von daher bin ich nicht so begeistert, wie das investiert wurde. Und ich sehe die Frage, dass da ländliche Gebiete abgehängt werden und nicht diesen Zugang kriegen, das ist eine berechtigte Fragestellung, da sehe ich durchaus Probleme. Dann wollte ich noch ganz kurz ein Flashback machen, weil der Max Schrems vorher gesagt hat, ob es da nicht doch Möglichkeiten gibt, dass der Anbieter die Daten nicht sieht. Das ist ein aktives Forschungsgebiet, aber man kann davon ausgehen, dass es in keiner heute deployten Cloud
Möglichkeiten gibt, dass der Anbieter die Daten nicht sieht. Ja? Also wenn Sie Daten in eine Cloud geben, dann sieht der Anbieter die immer auch. Das ist einfach Stand der Technik heute. Ja. Gut, von meiner Seite mal eine kleine Lanze gebrochen für wirklich richtiges Breitband. Privates Engagement oder staatliche Aufgabe, Alois? Wie siehst du das? Naja, ich habe ja ein bisschen mitwirken dürfen bei, also für das BMW, die Breitbandstrategie mit festzulegen, diese Idee mit der Förderung. Ich muss sagen, anfänglich ist ja wohl ein bisschen Geld reingeflossen im Mobilfunk. Der Großteil ist aber ins Festnetz gegangen. Nur ich gebe den Herrn Schlatterbeck recht, 1 Milliarde ist viel zu wenig, weil ein Glasfaseranschluss eine feste Verbindung ist, die gegraben werden muss. Und Graben, 80% der Kosten beim FTTH-Ausbau liegen in der Grabungsarbeit. Jetzt mit 5G ist es so, dass es vielleicht Synergieeffekte gibt, weil letztendlich der 5G-Mast auch mit Glasfaser angebunden werden muss. Und da ist die Hoffnung, dass dort, wo ein Glasfaser, also ein Mast mit Glasfaser angeschlossen wird, das Haus daneben auch mit Glasfaser versorgt wird. Das heißt, hier braucht es staatliche Initiativen, private natürlich auch, keine Frage. Es soll sozusagen weiterhin mit öffentlichem Geld ausgebaut werden. Ich wollte nur ein Beispiel bringen, wo es ja so spürbar war, wie groß das Bandbreitenproblem war, ist in der Pandemie sozusagen jetzt auch mit den Auswirkungen mit dem Homeoffice und den, also beim Lockdown auch den Kindern, die dann Homeschooling gemacht haben. Also wie problematisch es da geworden ist mit der Bandbreite, das hat, glaube ich, jede Familie am eigenen Leib gespürt. Was sind die Voraussetzungen dafür? Der Anschluss sollte zumindest eine fixe Garantie haben, was die Bandbreite nach unten betrifft. Und das auf jeden Fall nicht nur für den Download, sondern auch für den Upload, weil das ist ja entscheidend, wenn man die Cloud nutzt. Also in beide Richtungen. Und wenn man sich das wünschen darf, dann soll das 100 Megabit Up and Down sein und ein Glasfaseranschluss, wo ich dann ein Gigabit habe, natürlich umso besser. Ja. Und in jedes Dorf. Und ja, in jedes Dorf, natürlich. 5G ist glaube ich, dann in der Anwendung der Cloud selbst mit IoT ist natürlich eine wichtige Thematik industriepolitisch. Aber wir reden hier ja jetzt sozusagen auch in der Nutzung jetzt als Konsument. Ja, er ist ja Pro-Konsument, also nicht reiner Konsument. Jedes kleine Dorf mit Glasfaser anbinden, die Leute können von zu Hause aus arbeiten. Ich erspare mir ganz viele Probleme damit dadurch, nämlich die ganze Umweltverschmutzung im Pendeln und sonst was. Im Moment ist das ja noch nicht wirklich möglich. Haben Sie da irgendwelche Strategien oder auch Wünsche? Ich glaube, das wurde in Zukunft für die Arbeitnehmerinnen jetzt speziell ganz gut diskutiert. Ja klar, also ein offenes, freies Internet und natürlich dessen Verfügbarkeit überall ist natürlich ein Wunsch, den wir teilen, der jetzt auch schon ausdrücklich zur Sprache gebracht wurde. Ich glaube, der ist neben Lobbying-Interessen war die Entscheidung, glaube ich, schon auch ein bisschen durch die Topografie Österreichs bedingt, auf mobile Investitionen zu setzen. Also das möchte ich jetzt nur zur Vollständigkeit einfach auch noch einwerfen. Natürlich ist Glasfaser vorzuziehen, da braucht man nicht diskutieren. Aber das war schon auch mit ein maßgeblicher Entscheidungsfaktor. Ja, zum Ausbau habe ich sonst nicht viel zu sagen, außer dass aus Konsumentinnenperspektive es wahrscheinlich schon Sinn machen würde, wenn bei den Geschwindigkeiten, die jetzt schon besprochen wurden, da hängen ja die Tarife dran, oder? Also je schneller Upload und Download, je teurer der Tarif. Und wenn da weniger von Maximalbandbreiten die Sprache wäre, sondern von garantierten Geschwindigkeiten, ich glaube, das wäre im Sinne der transparenten Konsumenteninformation noch ein zusätzlicher Wunsch, den ich einbringen möchte, weil das sind ja mitunter sehr ambitionierte Maximalraten, die ich da bekomme. Also,
erlebe ich dann selten. Für mich der Maßstab ist, worauf ich mich verlassen kann, wenn ich dann eine Skype-Konferenz oder Team-Konferenz habe. Ja, genau. Ja. Das heißt auch ein Punkt. Ja. Ja, und wie schaut das dann im ländlichen Bereich jetzt aus? Wenn ich das jetzt wirklich was arbeiten will und ich kann einfach weil ich mache. Oder mein machen, weil einfach die Bandbreite, weil da meine ich ja ganz bewusst oder werden einfach Teile der Gesellschaft ausgeklammert. Absolut. Es ist ein Riesenproblem. Es wird mittlerweile einfach, auch jetzt natürlich eine Krise geboten, das war eine Situation, mit der keiner rechnen konnte, aber es wird davon ausgegangen, dass die Menschen sowohl über die Internetverbindung verfügen, genauso wie über die Endgeräte. Und es ist ganz klar, auch in der Krise jetzt, wir haben halt als AK-Berufsschülern Laptops zur Verfügung gestellt, damit sie überhaupt an diesem Distance Learning teilnehmen können. Das ist überhaupt nicht gegeben, dass Personen über ein Endgerät wenn jetzt alle Kinder aber Distance Learning Kurse wahrnehmen müssen, dann reicht es kein Laptop für alle und dann reicht potenziell noch nicht mehr die Bandbreite, die bisher ausgereicht hat. Dann gibt es natürlich auch nicht die adäquaten ruhigen Arbeitsplätze für alle, die jetzt zu Hause arbeiten und zu Hause lernen und was auch immer. Das ist themenverschärft. Also die Ungleichheit, die Krise hat schon gezeigt, dass sich die Ungleichheiten extrem verschärfen zwischen jenen, die von der Arbeit alles zur Verfügung gestellt bekommen und sich das zu Hause relativ in einer verhältnismäßig großen Wohnung oder sogar Haus mit Garten und Balkon relativ bequem einrichten können, all jenen, die das nicht haben, und da wurde auch nicht angesetzt. Insofern plädiere ich schon letztlich natürlich für starke und gut ausgestattete öffentliche Einrichtungen, dort wird man dem Problem noch am ersten Jahr werden können. Also mit nur einer Bandbreite für alle werde ich das Problem, so wie wir es jetzt in der Krise erlebt haben, auch nicht lösen. Und auch gesagt. Gut. Marc Schrems, wie sehen Sie das? Bandbreite für alle überall in ganz Österreich, eine staatliche Aufgabe? Ja, ich glaube, ich meine, wie soll man es anders sehen? Es ist ein bisschen sozusagen, nanonanet hätten wir alle ganz gern schnelles Internet und so weiter. Und ich glaube, es ist auch notwendig, ist es eh klar. Ich habe auch jetzt nicht besonders was dazu zu sagen, ist nicht mein Area of Expertise. Eine Sache, die ich ganz kurz noch sozusagen hinzufügen wollte, was ich durchaus interessant finde, sind Zugänge, wo man sagt, okay, es gibt zum Beispiel offene Netze, wo dann wieder der jeweilige Anbieter drüber gehen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, als Gemeinde, ich finde das extrem wichtig, ich mag da alle meine Glasfaserkabeln einbuddeln, dass ich eben solche Systeme habe, wo dann der andere Provider wieder drüber gehen kann. Weil es ja durchaus interessant ist, ich finde es schon beim Handynetz interessant, dass wir irgendwie drei Handynetze parallel betreiben. Und es wird sich die Frage stellen, wenn wir sozusagen die drei Masten, die nebeneinander stehen, sozusagen ebenmäßiger auf die Republik aufteilt, ob nicht insgesamt die Leistung besser wäre. Und ich glaube, da könnte man auch regulativ durchaus überlegen, wie sehr man sozusagen Dinge so bauen kann, dass man eben durch Entbündelung etc., wie man es halt früher genannt hat, noch mehr hinkommt. Und da wäre es auch interessant, weil ich meine, es gibt jetzt die Bundesländer, die ihre eigenen Glasfasersachen einbuddeln etc., dass man da halt mehr Systeme findet, dass das irgendwie Hand in Hand geht. Ich habe teilweise auch das Gefühl, so Telekom macht ihr eigenes Ding, jeder Gemeinde-Dings macht dann wieder sein eigenes etc. Kenne ich mich viel zu wenig aus, aber das könnte man wahrscheinlich irgendwie logischer strukturieren. Aber wir haben jetzt ein Landwirtschafts- und Infrastrukturministerium, was irgendwie dafür gemeinsam zuständig ist. Schauen wir mal. Okay, also wir sind 20 mit den Fragen durch. Ich gebe jetzt die Fragen ins Publikum. Jetzt herzlichen Dank, weil wir die bisher mitdiskutiert haben.